Herzlich willkommen zum nächsten Werkstatt-Alltag-Video am einen Donnerstag. Alle zwei Wochen, ihr wisst, als erstes, wie immer, muss ich das Licht anmachen, bei euch belichten. Team Media ist fleißig. Unter anderem Team Media war ein anstrengendes Wochenende, ne, Svenny? Ja, das stimmt. Wie warst du geschlafen mit deinem Vater in einem Raum? 4 Stunden lang. Ist das wenig oder ist das viel? Das ist sehr wenig. Aber wir hatten ein schönes Wochenende, richtig? Wir hatten ein sehr Und auch einen schönen Montag, weil wir waren nämlich unterwegs. Davon wird es schöne Videos geben. Aber der Sven muss jetzt erstmal Prüfstandsvideo für diesen Sonntag schneiden. Richtig. Und in 2 Wochen, sehe ich, hat der Micha Urlaub. Und dann geht's nach Italien, ne? Ja. Nimmst du Kompost mit? Nee, aber da gibt's auch schöne Früchte. Was für ein Max? Was für ist deine Lieblingsfrucht? Ich glaube Banane. Birne ist auch lecker, Apfel ist lecker, Pfirsich ist auch lecker. Freust du dich auf deinen Urlaub? Ja, wirklich, ich habe richtig Lust. Wird so ein Roadtrip halt sein, ne? Ja, und was natürlich auch gibt, heute an dem Video ist der Einsendeschluss gewesen für unsere Bewerbung, richtig? Richtig. Da bin ich mal gespannt, ob wir vor dem Michas Urlaub dann noch hier mal Probearbeiten machen. Werkstattmäßig bin ich auch gespannt. Also ich habe noch gar nicht in die Bewerbung reingeguckt. Wir machen das alles am Donnerstag gemeinsam, also heute. Wir sitzen wahrscheinlich heute hier und gucken uns das Ganze an. Was gibt es sonst noch Neues? Wochenende war geil, A8 fahren, entspannt. Wir hatten echt, es war lustig, ne? Gegessen haben wir auch gut. Ja. Oh ja. Sven ist ja normalerweise so der Typ, der wenig experimentierfreudig ist. Eigentlich. Genau, wenig ja. Experimentierfreudig. Wiener Schnitzel, Pizza Margarita und Chicken McNuggets von McDonald's, gehen klar, ne? Und sonst ist das immer so, kenne ich nicht, habe ich nicht gemacht, will ich nicht probieren. Und dann waren wir abends türkisch essen und wir haben einmal alles. Mutlu, muss ich sagen, Gastfreundschaft kann ich jetzt schon sagen, hoch 10 plus Sternchen. Gefühlt kam der Kellner 100 Mal zu uns, ne? Ja, ja. Und hat den ganzen Tisch einfach voll gemacht. In Insta-Stories habt ihr das gesehen. Thema Essen ist natürlich gerade gut. Die Hilde steht auch hier. Warum steht die Hilde hier? Kann ich euch genau sagen. Weil der Daniel nämlich fleißig ist. Der Daniel ist bei uns in der Firma der leidenschaftliche Koch. Nicht nur Folie, sondern auch Kochen, ne? Genau. Was gibt's heute? Wir haben hier Sauerkraut mitbekommen, mitgebracht bekommen. Genau. Ja, das, ne? Hier mit Mettwürstchen habe ich gekauft und ja. Und du bereitest jetzt quasi ein Sauerkraut mit Mettwurst und Kartoffeln vor, ne? Genau. Was heißt Kartoffel auf Russisch? Kartoschka. Sind wir Deutschen dann auch Kartoschkas? Ne, wir sind Allmann, ne? Ja, das gibt's hier oben Neues, also. Boah, da freue ich mich gleich drauf. Es riecht jetzt schon gut. Du bist aber auch ein Zwiebelfan, ne? Ja, muss überall rein. Kühlschrank ist übrigens, wird langsam leerer. Aber können wir das nicht auch noch da reinschneiden? Viel hilft viel, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, aber ich würde. Das ist so ein schönes Stück Stink. Schinken! Das ist ein schönes Stück Schinken. Ich weiß, ich würde es lieber so essen, anstatt den anzubraten. Weil da hast du auch wieder geräuchert. Der ist viel zu schade dafür. Dann werden wir das. Oh, ich könnte jetzt schon hier bleiben. Ich liebe Zwiebeln. Ich könnte übrigens so eine Zwiebel essen wie einen Apfel. Ja, soll ich das mal machen? Kein Problem, gib Zwiebeln. Ich gehe jetzt eh runter zu Nadine. Die freut sich. Lecker Zwiebel. Nadinchen! Ja! Merkst du was Besonderes? Zwiebel. Ja, Nadine, was gibt's bei dir Neues? Chips. Einkaufswagen-Chips. Warum? Wofür? Und warum in zweifacher Ausführung? Klären wir ein anderes Mal. Ist eine Vorbereitung für das, was ich schon mal im Livestream gesehen habe. Oder gesagt habe, nicht gesehen, sondern gesagt habe. Und gesagt habe, es hat mit dem Nissan Primera zu tun, mit dem STW Cup oder mit dem Hasselröder Edition. Wir haben da sowas vor hier, ne? Aber das muss gut geplant werden. Dafür müssen wir vorab so Chips kaufen, erstellen lassen und. Und das sind wir gerade in Vorbereitung und es wird an einem Samstag hier vor Ort stattfinden. Auf jeden Fall, genau. Wahrscheinlich Ende Juli. Um diesen Chip zu bekommen, da müssen wir uns noch was ausklügeln, wie wir das Ganze machen und wie wir das hier vor Ort machen. Es wird auf jeden Fall samstags hier vor Ort stattfinden. Das wird natürlich in einem Werkstatt-Alltag-Video preisgegeben. Noch keine Anfragen stellen, wie, wann, wo ist das, wissen wir selbst noch nicht. Das wird auf jeden Fall, müsst ihr die Werkstatt-Alltags-Videos gucken, wenn ihr Lust auf dem Nissan Primera habt. Mehr sage ich dazu nicht. Hilde, was mit dir? Nadine, hier im Shop muss man ja mal sagen, es ist immer, immer akkurat aufgeräumt. Es sieht so geil aus. Das muss ich ja echt mal ein Riesenlob aussprechen.
Aber du bist auch jeden Abend zugange, füllst das auf, legst das wieder ordentlich hin, ne? Vorbereitung ist alles. Vorbereitung ist alles. Und wir wissen ja schon, morgen ist Brückentag, heute ist Feiertag. Ja. Morgen ist Brückentag, dass es voll wird, ne? Ja, ich habe sogar extra für morgen, also habe ich extra schon das Frittenlabor aktiviert, damit sich das ein bisschen verteilt. Das heißt also, da was zu essen, hier Prüfstand, Shop. Prüfstand. Die Massen, die hier anstürmen, das ist so geil. Aber wir sind der Sache hier nicht gewaffnet. Und dafür müsste ich mich heute schon vorbereiten. Wir werden nämlich im heutigen Video auch ein Auto oder zwei Autos wegbringen. Wie machen wir es am besten? Ach, gewiss da was. Museum, gibt es da was Neues? Wir gehen mal einmal auf fix durch. Ah, es gibt zwei neue Autos. Komm, Werkstattalltag, ich zeig sie. Da gibt es keine Geheimniskrämerei. Ein neues Auto. Zweites neues Auto, Mahlzeit. Und wenn ihr Geduld habt, machen wir dazu natürlich auch Videos. Lancia Dedra. Ich finde, ich bleibe dabei, von der Verlierung her hier das geilste Auto. Übertrifft sogar den Renault, den wir damals verliert haben. Hier habe ich das Fahrwerk jetzt nochmal angepasst, dass auch ja nicht schleift. Motor läuft top. Waren bei Giuliano auf dem Treffen und der Sven hat damit sogar richtig geile Bilder gemacht. Sven, blend mal hier ein. Voll geil. Ich, für mich, einer der geilsten Autos hier und mir gefällt es echt gut, das Auto. Wir gehen mal eben in unsere Telefonzelle. Hier gibt es nichts Neues, außer eine neue Hebebühne. Da kann der Daniel demnächst um die Autos drum rumlaufen. Ich hatte das letzte Woche ja schon mal gesagt, oder im letzten Video, dass ich, Prüfstandsvideo, glaube ich war es, dass ich gesagt habe, wir kommen mit dem Anschwung gar nicht klar und müssen uns neu orientieren. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir suchen Mitarbeiter für die Werkstatt und auch fürs Mediateam, was wir heute auswerten. Wir müssen wachsen. Aber wo wir nicht wachsen können, ist mit dem Platzangebot. Das können wir definitiv nicht vergrößern. Daher müssen wir gucken, dass wir unser Team vergrößern. Wir haben ja schon in unserem Team jetzt für Freitags- und Samstagsgäste, wissen das jetzt, den Thomas hier, der Parkplätze vorne einweist. Was wir heute in der Werkstatt Neues machen, als allererstes seht ihr den Trese Audi, der ist ja fertig, das Projekt ist abgeschlossen, da seht ihr, ist eine rote Nummer dran. Den werden wir gleich mit dem Jan in die andere Halle bringen. Und den roten Audi, habe ich auch gar nicht zugesagt, der ist technisch jetzt soweit durch. Da hat der Julian fleißig schon was dran gemacht, ne? Ja. Den Dachhimmel, die Bremsen, die Bremsleitungen und. Kabelbrüche erneuert, Himmel neu, Innenausstattung, richtig Taco. Aber wir haben jetzt keine weitere Zeit, um an das Auto dran zu gehen, weil hier ist karosseriemäßig. Hier hat er wahrscheinlich mal einen Schaden gehabt, da ist der Spachtel gerissen, hier auch. Auch hier vorne gibt es diverse Lackschäden. Die müssen wir einmal fit machen und dann bleibt das Auto definitiv bei uns im Bestand. 100% Avant gibt es so schnell nicht wieder zu sehen und ich bin so stolz, einen roten Avant zu haben. Julian ist damit Probe gefahren, du hast auch gesagt, da sind die Blicke, ist Wahnsinn, ne? Wenn du extrem, mit dem... Richtig extrem, also ich glaube, gefühlt jeder Zweite. Und daher habe ich gesagt, den werten wir einmal komplett auf, bis der Tutti komplett fertig ist. Und dann kommt der bei uns in die Halle oder auch hier in die Ausstellung. Aber bis wir da dran gehen können, vergeht noch ein bisschen Zeit. Daher bringen wir ihn weg. Unsere Doka, die ist gerade in der, ich sag mal, Putzabteilung. Da haben wir auch viel verändert. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe. Wir haben die Auspuffanlage nach hinten verlegt. Dann hatten wir ja die Seiten hier blau gemacht. Dieses hier haben wir vorbereitet, die Riffelblechladefläche, die wird jetzt nachher draußen lackiert. Und wo wir am meisten stolz drauf sind, ist, ich finde es mittlerweile echt geil, ne Julian, das sieht ja, wirklich geil. Wir haben das ganze Armaturenbrett mit Alcantara-Folie gemacht, auch die Verkleidungsteile, sag ich mal, Handschuhfach, hier unten für die Handbremse. Dann hat das Auto einen schwarzen Dachhimmel bekommen, den haben wir eingezogen. Also ich kann euch sagen, richtig, richtig geil. Drehzahlmesser haben wir nachgerüstet, aber das ist wirklich jetzt nur die Version, dass ich hören muss, seitdem wir den Auspuff nach hinten verlegt haben, hört man echt nicht, wann man schalten muss. Vierte, fünfte Gang, die Windgeräusche sind so von vorne relativ laut, dass ich echt nicht gehört habe, wo ist denn jetzt welche Drehzahl. Deswegen haben wir den eingebaut, aber ich möchte original T3 Armaturen haben, sprich Drehzahlmesser entweder vom T3 mit einem Spannungswandler von 4 auf 5 Zylinder oder die Geschichte mit dem Passat, mit Tank und Temperaturanzeige unten in dem Drehzahlmesser, dass wir das umrüsten. Das will ich noch machen. Und dann bekommt er ja noch unsere Folierung, weil ich möchte den Oberrum einfach ein bisschen heller haben. Ich möchte ihn irgendwie ab hier, ab der
ab dieser Linie hier gerne mit Weiß nach oben. Dann mal gucken, ob wir dieses Rotmanns Farbdesign nehmen oder ob wir unsere Halle 77 Farben nehmen mit dem Orange und dem Beige. Aber ich glaube, ich möchte dieses Rotmanns Design aber ohne riesen Sticker-Bomb, sondern vielleicht irgendwas zum Thema Fünfzylinder aufgreifen. Was gibt's noch Neues? Scheibe hast du gewechselt gehabt, ne? Richtig. Also meine S2 kann ich heute auch wieder mit nach Hause nehmen. Der kommt dann wieder in die Garage, hat eine neue Frontscheibe bei uns bekommen. Das Auto ist Tico-Taco, fährt gut, sieht gut aus, macht richtig Spaß, fahre ihn echt sehr, sehr gerne und freue mich riesig auf unser Projekt, was wir bald starten, Julian, auf den 20V-Umbau unseres Urquattros. Den bin ich nämlich auch am Wochenende oder letztes Wochenende mal gefahren. Geil. Ihr seht, der steht auf einer anderen Bühne. Ich kann euch sagen, da waren wir auch schon dran. Da haben wir auch schon ein Video gemacht. Aber es gibt ein großes Aber. Ich zeige euch mal das große Aber. Eigentlich ist das ein geiles Aber. Der Kollege hier, schon sehr groß, mehr sage ich nicht. Und die Probleme seht ihr dann in dem Video. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiter verfahren. Dann habt ihr in einem Saab-Video gesehen, dass wir auch einen Dekadett abgeholt haben. Die Jungs sind hier fleißig, der Ralf ist mit zugange, der Julian ist daran zugange. Das ganze Puzzle, was ich euch gezeigt habe, zu montieren. Und ich will nicht zu viel zeigen, weil da steht der Motor. Und ich kann euch sagen, die Jungs arbeiten hier wieder, als ob es keinen Morgen gäbe. Guckt euch mal einfach an, die Zustände, wie das hier gemacht wird. Oder auch wie der Ralf den guten Vira-Jet-Vergaser wieder fit macht. All das seht ihr natürlich auch in einem Video. Und ich kann euch sagen, ich habe heute jetzt Ralf und Julian gesagt. Jetzt sagt ihr euch, Mensch, macht der Jan hier gar nichts mehr. Doch, der Jan ist mittlerweile so ausgelastet. Du hast heute den ganzen Tag Prüfstand gemacht, ne? Bis jetzt ja. Nur nicht einmal was anfassen können, außer... Genau, ich habe mich um die Bestellung für Liquid Molly gekümmert. Also die Sachen, die ich so noch zwischenzeitlich machen kann. Oder auch um unseren Kabelbaum für den Iltis. Ja. Habe ich mittlerweile Sachen auch herausgesucht, aber ansonsten wirklich schrauben kann ich aktuell nicht mehr. Nein. Das ist halt krass. Das ist das, warum ich sage, wir brauchen einen für die Werkstatt. Dann habe ich auch gelesen, viele Leute haben gesagt, Mensch, stellt euch doch einen für den Prüfstand ein. Und ich glaube, Prüfstand, das ist nicht zu unterschätzen. Dafür muss man echt Kenntnis haben, wie hoch kann ich den Motor drehen. Man muss den Motor spüren, man muss das ansteuern können, man muss ja auch die Sicherheit geben, dass das Auto nicht vom Prüfstand fliegt etc. Und da jemand anzulernen, nein, sondern der Jan hat das mit Sicherheit genauso drauf wie ich. Also der fühlt das genauso. Der weiß, wann so ein Motor Ende Drehzahl hat, wann er da ins Gas geht, ob er zu früh oder zu spät etc. pp. Und dafür ist Jan der genaue Mann. Deswegen in der Woche ist echt viel zu tun. So, der Jan hat auch schon vorbereitet. Schleppwagen. Und da zieht er jetzt, oder fährt er sogar, der 200er fährt, auf den Schleppwagen, dann geht's zur Halle. Und ich habe euch ja natürlich gesagt, das Treser war eine richtig geile Videoreihe von Holen, wie der Wagen echt quasi mürbe war. Bis jetzt, bis auf den Prüfstand, wo wir abgestimmt haben, auf Frontantrieb. Und es steht ja noch die Probefahrt aus. Und genau die machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die Perspektive so ganz cool ist. Ich denke, das geht. Ich hoffe, sie hält auch so. Wir können losstarten. Audi Treser. Ich mache ein bisschen Fenster runter, mir ist warm, weil die Klimaanlage haben wir nicht befüllt. Ansonsten bin ich das Auto nur eine kleine Runde um den Block gefahren, ob es Allrad funktioniert. Habe natürlich mal einen saftigen Allradstart gemacht. Und ansonsten ist es echt ein wunderschönes Auto geworden. Der Tank ist, das seht ihr nicht, wie immer leer. Viele fragen mich ja immer, was ist denn deine Liebe? 10-Ventiler-Turbo oder 20-Ventiler-Turbo? Also ich habe ja mittlerweile, haben wir sehr viele 10-Ventiler-Turbos auch wieder in Stand gesetzt und so wie den perfekt zum Laufen bekommen. Aber mein Herz schlägt für den 20V. Es ist einfach für mich der geilere Motor, die bessere Technik oder die zuverlässiger will ich nicht sagen, sondern für mich einfachere Technik, die ich samt eines Steuergeräts besser feinjustieren kann. Drücken wir es mal so aus. In dem Fall hier bin ich ja mit der KEG-Tronik etwas begrenzter. Also ich persönlich bin 20V-Fan. Und würde immer den 20V vor dem 10V bevorzugen. Allerdings, der 10V hat definitiv den cooleren Sound. Das muss ich zugeben. Und dieses Treser-Projekt, ich glaube, viele von euch haben es aufmerksam verfolgt, wie viel Ärger er gemacht hat. Getriebe war kaputt, Motor war hinüber, alle Achsteile waren hinüber, Bremsen, Fahrwerk. Also wirklich, wir haben hier alles an dem Auto gemacht. Und jetzt haben wir ein fertiges Produkt im
vom Außen, meiner Meinung nach, sehr schön Zustand. Wir haben hier ein 89er Auto, sprich, der ist auch schon 33 Jahre alt. Viele fragen jetzt auch, steht der zum Verkauf? Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, so ein Auto, will ich offen drüber sprechen, ist deutlich im fünfstelligen Zahlenbereich. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keinen Preis genau überlegt. Und für die Leute, wenn man dann sagt, so ein Auto kostet im fünfstelligen Zahlenbereich, dann sehe ich, oh, der hat ja hier, da war ja mal was, da ist ja was, hier hängt ein Schalter, der ist nicht so schön. Da wird viel genörgelt, weil es auch viel Geld ist. Und daher sage ich mir, ich stelle ihn in die Ecke, er wird jetzt nicht wieder schlechter, er wird immer mal wieder bewegt. Das ist wie ein guter Wein, der wird nicht schlechter. Und mich macht es halt am meisten stolz, wie geil dieses Auto läuft. Also ich weiß nicht, ob man das gerade mitbekommen hat, aber der Antritt von dem Motor ist schon gewaltig. Muss man auch gucken, dass man den Malalruck ein bisschen rausnimmt. Ich weiß gar nicht, wir hatten den ja nur auf dem Prüfstand eingestellt. Mittels Dampfrad, ich glaube, das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, konnten wir unseren Ladedruck hier einstellen. Aber guck mal, wie schön dieses Auto fährt. Es bleibt in der Spur, es fährt geradeaus, ihr macht kein Radlagergeräusch, ihr macht keine Bremsegeräusche, ihr klappert kein Auspuff. Perfekt. Also ich sag euch, da haben die Jungs in der Werkstatt das Auto perfekt aufgebaut. Wir haben es perfekt wieder hingezaubert von der Optik. Für mich ist dieses ein absolut gelungenes Projekt. Jetzt haben wir ja auch mal richtig Temperaturen. Jetzt können wir mal einen Gang runterschalten. Läuft sehr, sehr gut. Viele fragen sich jetzt, wie viele Kilometer ist der denn jetzt seit der Motorrevision gefahren? Kann ich euch genau sagen, 100 Kilometer. Was natürlich am meisten alle interessiert, ja, habt ihr denn euer Quattro wieder eingebaut? Und das probiere ich jetzt nämlich auch mal aus. Und jetzt sehr viele meckern, du kannst den Oldtimer nicht so quälen. Doch, dafür sind wir gerade. Und ich will wissen, ob unser Quattro funktioniert. Ich würde sagen, Quattro läuft und hat Grip, die Kupplung packt, das fühlt sich gut an, das Getriebe kracht nicht beim schnellen Schalten. Mega, mega geil. Wir haben gar keinerlei Temperaturprobleme, Wasserkühler, Öl haben wir 80 Grad. Uns hat dieses Projekt Spaß gemacht. Mich freut es, dieses Auto wieder zurück auf eine Straße gebracht zu haben. Und vielleicht irgendwann kommt es auch an einen glücklichen Besitzer. Aber erstmal steht er jetzt in der Halle und bald kommt er zum Winter hin wahrscheinlich wieder zu uns ins Museum. Das zum Thema Treser. Jetzt sind wir auch gleich auf dem Rückweg zurück mit Jan. So, wieder zurück an der Halle 77. Erstmal hier sieht man das vielleicht. Wir haben hier Parkplatzmarkierungen eingezeichnet, dass man sehen kann, wo wir hier parken können, dass die Parkflächen auch mal sichtbar sind. Jetzt fragt ihr euch, Mensch, schönstes Wetter, warum bringt ihr die Autos denn dann in die Halle? Weil du hast ja gesagt, das ist so eine Winterquartier. Ganz einfach. Der Hof, wie ihr seht, ist echt voll bis übervoll. Und wir haben ja heute den Feiertag. Das bedeutet, viele Leute haben heute einen Brückentag, also für morgen. Und ihr am letzten Prüfstandsvideos habt ihr gesehen, wie voll das wird. Und ich mache einfach dafür schon mal Platz, weil ich muss natürlich auch sorgen, dass hier der Prüfstandstag, dass das geregelt abläuft. Weil viele Leute kommen natürlich auch an einem Brückentag, an einem Prüfstandsfreitag mit ihrem Oldtimer hierher, möchten dann gerne auf dem Hof parken, was prinzipiell kein Problem ist, auch an einem Samstag, wenn da ist. Aber ich habe ja dann hier die Autos für den Prüfstand stehen. Wenn dazwischen dann Autos einfach nur zum Stehen stehen, ist das für uns sehr, sehr schlecht. Deshalb muss ich gucken, dass wir irgendwie Platz hier bekommen, dass wir für den morgigen, bei uns ist ja der Prüfstandstag immer freitags, ihr schaut dann immer sonntags, dass wir da hier Platz bekommen. Viele parken einfach hier vor. Und dann kann ich sagen, kommt der Björn da aus seiner Halle raus und da wird er richtig, richtig böse, weil er sagt, hier ist Parken verboten und er möchte halt auch eine freie Einfahrt haben. Das ist mein Vermieter und das muss ich zur Kenntnis nehmen und das muss ich auch befürworten. Deshalb machen wir jetzt schon Platz, dass wir Prüfstandsfreitag, sprich morgen und samstags kommen ja immer ganz viele Leute hier mit dem Oldtimer her, dass ihr hier einen Platz eingewiesen bekommt. Vielleicht kann der Björn auch mal was dazu sagen oder vielleicht zeigen wir einfach mal was bei Björn. Das ist Björn! Ja. Wir haben den Björn ja schon lange nicht mehr besucht. Björn, ich habe gerade die Parkplatzsituation hier mal angesprochen. Gerade an einem Prüfstandsfreitag ist das ja hier eine Katastrophe, ne? Ja. Wir haben den Thomas ja schon hier, der das Ganze einweist.
Aber ihr wollt natürlich auch oft mit euren Autos dann noch zusätzlich mit eurem Oldtimer auf dem Hof parken. Und das geht in dem Falle echt freitags super schwierig. Und den Björn seiner Einfahrt, ihr seht seinen Blick. Das ist ja nicht nur meine Einfahrt, du kriegst ja auch Pakete. Ja, richtig. Wenn der DHL-Wagen oder UPS-Wagen dort festhängt, weil fünf Leute sich ihr Auto dort hinstellen, weil sie sofort eine Halle fotografieren wollen, ist ja schön und gut, aber wir können nicht arbeiten in dem Moment, wenn ihr alles blockiert. Und deshalb habe ich zum Beispiel diese beiden Autos gerade in eine andere Halle verfrachtet, die jetzt aber auch voll ist. Und jetzt muss ich gucken, wo wir unsere eigenen Autos unterstellen, sodass ihr an einem Freitag und an einem Samstag hier auf dem Hof parken könnt. Aber es ist halt einfach platzmäßig begrenzt. Es geht teilweise dann nicht. Deshalb habt Verständnis dafür, dass ihr an einem Freitag, wenn ihr mit eurem Oldtimer anreist, nicht unbedingt auf den Hof parken könnt. Leider ist das so. Ja. Björn, das war nicht schlecht. Aber was gibt's denn bei dir Neues? Wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Bist du zufrieden? Glückliche Lage? Viel zu tun. Noch anderthalb Wochen, dann haben wir Betriebsferien. Dann nimm für drei Wochen nicht da. Dann kannst du dir vollstellen, wie du willst. Randvoll, ne? Übereinander, mit Beweis, ich darf's. Es ist in drei Wochen, haben wir also ein bisschen Platz. Außer, wenn ich immer wieder zurückkomme an einem Freitag und wieder umpacken muss und weiterfahre, dann brauche ich natürlich meine Einfahrt. Ja, schwierig vorherzusehen. Also park bloß nicht bei Björn vor der Einfahrt. Das steht ja immer fest vor der Einfahrt. Niemals vor seinem Tor oder seiner Einfahrt fahren. Ja, was gibt's noch Neues? Haben mich ja letztens schon mal angedeutet. Ihr habt einen neuen Mitarbeiter. Magst du ihn mal vorstellen? Der telefoniert gerade. Warten wir kurz. Was gibt's denn hier Neues? Ich sehe hier zum Beispiel... VR6-Scheiß. Hat er nicht gesagt. Ach so, habe ich nicht gesagt. Das ist doch nicht VR6, das ist doch 5-Zylinder, oder? Nein, das ist 5-Zylinder mit einer Platte. Ich bin ja nicht von begeistert von diesen Hülsen. Ich habe die Platte abgemacht, weil mit Platte, die sind noch nicht angepasst auf der Höhe, funktioniert das nicht alles. Das ist immer wieder ein anderes Maß, ergibt das. Aber, hattest du das nicht auch schon mal? Wenn du Stehbolzen verbaust, ne, dreht sich die Welle fast nicht mehr. Ich habe die Hauptlagerschrauben, die habe ich nicht mal Stehbolzen gehabt, sondern da habe ich 12,9er gehabt. Und ich kann sagen, damit bin ich 820 PS Radleistung gefahren. Bei 3,3 Bar. Kann man machen. Ich habe noch nie Ärger mit dem Block gehabt. Ich habe diese Blockversteifungsplatten für einen 5-Zylinder. Das würde ich jetzt auch nicht verbauen, persönlich. Aber hier ist wieder der Effekt gewesen, Stehbolzen verbaut und die Gasse ist 500 enger geworden. Wenn die Welle ja nur 500 Lagerspiel hat, und die wird dann 500 enger, dann hast du eine feste Welle. Ne? Und bald man fresser. Ja, deswegen einmal die Stehbolzen, einmal aufs Maß gehont und jetzt wird sich wahrscheinlich die Welle drehen und die Kurbelwelle wird dann noch gewuchtet. Ist das 2,5 Liter oder 2,2? Das müsste 2,2 bleiben. Das ist 2,2. Ah, und hier sieht die Pleule dazu. Nein. Es sieht nur so aus wie 5 Stück, aber der letzte von diesen Höllengeräten ist hier eingespannt und hier bin ich gerade zugange, das ist VR6. Das ist nicht dein Lieblingsauto, ne? Doch, das ist toll. Nach deinen Betriebsferien könnten wir eigentlich mal unseren 1-2er ORV-Motor wieder in Angriff nehmen. Was hältst du davon? Guck mal da, was da passiert. Pleuboxen habe ich nur von Original Audi bekommen. Das passte in der Pleustange relativ gut. Ja, weil die waren total ausgeschlagen. Arne, wink mal einfach. Hallo. Das ist der neue Mitarbeiter vom... Neue Mitarbeiter ist ja relativ, ne? Es war ja mein Azubi. Arne ist auf jeden Fall so eine Erleichterung und der Rino für den Björn, dass die Jungs 3 Wochen Betriebsferien machen können. Das können wir uns nicht leisten. Ja, Björn, danke für deine Stellungnahme. Danke, dass wir mal reingestuppert haben. Und hier zum Beispiel liegt unser Projekt. Welches Projekt? Das sieht nach unserem Projekt aus. Ach so, ich wusste gar nicht mehr, wo das herkommt. Das ist unser Projekt, was ihr lange, lange drauf wartet. Unser 1,2 Liter ORV-Projekt Kadett C. Da gehen wir nach den Betriebsferien bei Björn dran. Björn, danke. Tschüss. Und denkt dran, den Blutdruck, morgen wird's voll. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist noch, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Und ich muss ihn wieder zeigen. Da hinten steht er. Da habt ihr ja am Anfang des Videos gehört, des Werkstattalltags. Damit waren wir bei Mutlu, bei Levella. Es wird 3 Videos geben, seid gespannt. Einmal A8 und zweimal bei Mutlu waren wir. Und jetzt gehen wir mal eben nach oben. Schau mal, wie weit unser Happer ist. Gib fertig? Fertig. Kommt ihr alle essen, Jungs? Wie, ihr wart schon? Ich hab Hunger gehabt. Oh, ich muss mich beeilen. Hat Sven auch gegessen? Nee. Boah, riecht das geil. Komm, wir gucken mal schnell rein gemeinsam. Oh, seht ihr das?
Kartoffeln, Sauerkraut, Mettenten. Und genau so verabschieden wir uns bis in 2 Wochen zum nächsten Werkstattalter-Video. Seid gespannt. Jetzt gehen wir erstmal Sauerkraut und Bockwurst essen. Nee, Mettwurst. Magst du das? Ja. Geil. Und gleichzeitig musst du schneiden. Bis zum nächsten Werkstattalter-Video. Ciao.